Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Für euch, frohes neues Jahr. Für euch ist ja neues Jahr, für mich ist noch gerade Silvester. Wir dürfen in Ordisburg versuchen, die Stadt irgendwie ansatzweise zu retten. Ich hoffe, es geht jetzt langsam gut. Hier sind verdammt viele Häuser abgebrannt, mal wieder. Keine Läden und keine Parks. Ja schön, ich würde ja Parks errichten. Aber hast du mal geguckt, wie viel Geld wir verlieren? Und hast du dir mal überlegt, wie viele Häuser hier abbrennen? Ständig? Weil ihr entweder alle zu blöd seid oder es irgendwie zigtausend Brandstifter gibt. Ich glaube, letzteres eher. Oder ihr seid alle zu blöd. Wie, die Steuern sind zu hoch? Ja klar, wenn ich die Steuern runtersenke, gehen wir ja pleite. Irgendwie mache ich... Irgendwas habe ich ganz groß falsch gemacht. Ja, unsere Polizeiwache ist auch voll. Ich könnte noch eine Polizeiwache bauen. Nee, ich habe nicht mal genug Geld, um eine neue Polizeiwache zu bauen. Maxes Herrenhaus? Ne, kann ich auch nicht bauen. Kommen ja sogar noch Verbrecher aus anderen Städten. Oh, jetzt ist die Geschwindigkeit hoch drin. Oh, dann hoffen wir mal, dass hier alles auch nur ansatzweise gut geht. Die Leute sind wenigstens wieder glücklich. Wir sind bei 61%. Alles ist gut. Hoffentlich werden wir die Verbrecher alle langsam los. Vielleicht auch nicht. Ich kann hier auch echt nichts... Ah, ich kann ein Schild aufstellen. Ich kann ein Haus abreißen und dafür ein Schild aufstellen. Da stelle ich hier ein Schild hin. Und ich kann einen Fahnenmast hinstellen, genau hier hin. Boah, das wird den Verbrechern jetzt aber was fürchten lernen. Ein Schild. Was habt ihr denn hier im Casino? Wir sollten dieses Casino ausbauen. Echt, na gut, die kosten jetzt nicht so viel, ne? Wie viel kriege ich denn... So an sich an Touristen rein. Größtenteils nur Touristen der Einkommensschicht gering. Okay. Touristen der Einkommensschicht mittel. EKS ist doch Einkommensschicht, oder? Ja, untere Einkommen. Ja, wahrscheinlich haben sie da irgendwie so falsch. Das meiste Geld kriegen wir... Ja, ich glaube, ich mache irgendwas für die mittlere Einkommensschicht. Schöne Zimmer oder günstige Zimmer? Naja, wir haben hier einen Münzautomaten. Der hat aber nicht so große Kapazität. Könnten noch ein paar Blackjack-Tische bauen. Was habe ich eigentlich da hinten dran gebaut? Da habe ich schon mal günstige Zimmer. Ich könnte das hier komplett auf die untere Einkommensschicht machen. Ist die Frage, ob sich das lohnt, ne? Hier könnte ich mehr Touristen der unteren Einkommensschicht bei diesem Comedy Club anheuern. Ist die Frage. Ist die Frage, wo ich den hinbauen kann. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Das ist zu weit weg. Nee, das ist eine Überlagerung. Gut, muss ich den da oben hinbauen. Melanie hat irgendwas. Ja, Melanie ist gerade da. Ist ja schließlich Silvester. Ich habe es auch irgendwie erwähnt, dass wir zusammen an Silvester sein werden. In der Zeit, wo ich keinen Plan hatte, was ich sagen sollte. Aber der Comedy Club war jetzt für die untere Einkommensschicht, genau. Na, bleiben wir erstmal so. Ja, ich weiß, ich habe dich letztens auch die ganze Zeit sabotiert. Von deinem Let's Play, das noch nicht online ist. Ja, Melanie bereitet endlich mal wieder ein Let's Play vor. Das habe ich sogar schon fertig. Das hat sie sogar schon fertig. Und der Nils sollte es rendern, hat er aber bestimmt noch nicht getan. Und der Nils sollte es rendern und er hat es noch nicht getan. Muss ich alles wiederholen, was sie sagt? Ja. Doch. Alter, gib mir was zu tun. Aber wenigstens kriegen wir jetzt langsam wieder Geld in die Kasse. Ist nur das Problem, die Dingens. Vielleicht sollte ich... Ich muss echt, glaube ich, noch eine Polizeistation aufbauen. Aber wo packe ich die hin? Ey, wenn du eine Polizeistation wärst, wo wärst du dann? Hier. Hier baue ich eine Polizeistation hin. Perfekt. Und dann kriegen wir noch mehr Leute da, kriegen wir noch mehr Verbrecher rein. Und dann wird das Verbrechen nicht mehr regieren, hoffe ich doch. Oder ich baue einfach ein paar mehr, Ich muss gerade an das Review von Yahtzi denken, wo er meinte, ja, dann habe ich halt so viele, also von Zero Punctuation, also, da habe ich dann so viele Feuerwehrstationen aufgebaut, dass das eigentlich nur noch Rapture feuersicherer wäre. Irgendwie muss ich gerade daran denken, aber eben, ich hoffe, die haben jetzt endlich mal da die KI ein bisschen verbessert.
Ah, naja. Schauen wir mal. Hier hinten sind alle gut. Apropos, ich suche immer noch nach Mediamarkt. Mediamärkten. Märkten. Nö. Nö, da ist eine Pizzeria. Da ist Sprit. Sprit. Und Sprit. Toll. Ich glaube echt, dass dieser Mediamarkt DLC nicht funktioniert. Habe ich da nicht irgendwas gebaut? Warum bauen die da nichts hin? Sind die doof? Nein, die hätten da Platz, was hinzubauen. Und tun's nicht. So, und jetzt nochmal neu. Ich weiß, dass die Steuern für die mittlere, für die untere Einkommensschicht zu hoch sind. Wahrscheinlich kriege ich dadurch auch sehr viele Verbrecher. Aber wenn ich sie senke, ich versuche sie mal langsam zu senken. Ja, das klappt noch ganz gut. 17%. Okay, 16%, ich kann nicht niedriger gehen. Jetzt seid glücklich. Seid glücklich, verdammt nochmal. Boah, das Gefängnis hier ist auch schon wieder voll. What the fu? What the fu? Hier, kriegt ihr noch ein Gefängnis. Noch eine Gefängniszelle. Und da drüber auch noch eine Gefängniszelle. So, jetzt habt ihr hier Platz für 40 Verbrecher. Jetzt sperrt sie alle ein. Los. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Ich hab mir schon wieder was abreißen, oder? 21 Gebäude. Yeah. Zu viele Opfer. Zu hohe Steuern. Zu hohe Steuern. Ja, holt mal mehr Leute hier rein. Dann muss ich nicht so viele hohe Steuern. Müsst ihr nicht mehr so viele Steuern zahlen. Ganz klar, ne? Oder habt mal weniger Verbrecher. Dann muss ich weniger Polizisten einstellen. Und dann müsst ihr nicht mehr so viele Steuern zahlen. Ganz einfach. Macht mal selber was. Anstatt hier nur rumzumeckern. Es liegt an euch. Genau, das ist im wahren Leben auch so. Wartet nicht darauf, dass... Ja, genau. Wartet nicht darauf, dass Vater Staat für euch tut, sondern nehmt es selbst in die Hand. Werdet Vigilantes. Zieht euch Strumpfhosen drüber und bekämpft das Verbrechen. Ja, es gibt sogar einige in Berlin, die das gemacht haben. Oder in Hamburg. Ja. Gibt es einige, die sowas machen? Ja, in Amerika gibt es eine ganze Heldentruppe. Echt? Ja. In Chicago oder so. Ja, ich weiß, Schatzi, wenn du hier länger redest, dann kann ich nichts sagen und dann langweilen sich die Leute, weil ich glaube, die Leute hören dich nicht. Deswegen muss ich dich die ganze Zeit unterbrechen. Ich kenne halt nur den Bericht von den allen. Wir reden jetzt gerade übereinander. Du kannst dich nicht davon verlangen, dass ich während eines Let's Plays aufhöre zu reden. Ey, lass das. Ich muss mich hier total konzentrieren. Ich habe voll viel zu tun. Lass das. Es ist ein neues Jahr und in diesem neuen Jahr möchte ich bessere Let's Plays machen. Also lenk mich nicht ab. Lenk mich nicht ab. Ich sehe gar nichts mehr. Hau ab, geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Nee, ich mag dich nicht mehr. Ich werde hier belästigt. Ich werde sexuell belästigt. Überfüllung. Ganz ehrlich, ich hab euch doch... Hier habt ihr schon das maximale Ausmaß an. Alter, das ist auch schon wieder voll. Wie viele Verbrecher habe ich? Zu viele. Boah, jetzt hier aber. Das stört die Leute. Das stört die Leute. Weil ich mich hier nicht konzentrieren kann und nicht über intelligentes Zeugs rede. Was ich sonst ja mal tue. Deswegen lieben die Leute ja meine SimCity Let's Plays, weil ich über so viel intelligentes Zeugs rede. Total. Ja. Aua. Tja, jetzt hast du dir wehgetan. Ich hab meinen Finger wehgetan. No. No. Stimmt, ich wollte ja irgendwie hier was bauen, das hat ja nicht geklappt. Ich finde diesen Grafikfehler hier immer noch so geil. Wie das Haus direkt auf der Straße steht. Hier müssen die direkt durchfahren. Bam. Deswegen drehen die Autos auch immer alle. Ich glaube, ich sollte das hier echt abreißen. Aber es sieht so geil aus. Okay, es sieht irgendwie so aus, als hätte ich das als Fünfjähriger gebaut. Es sieht aus wie etwas, was ich als Fünfjähriger gebaut hätte. Richtig. So, ich könnte noch ein paar mehr Zimmer bauen, damit wir hier reinkommen. Oder ich könnte noch einen weiteren Münzautomaten bauen. Denn ein weiterer Münzautomat macht die Leute alle glücklich. Und bringt dann hoffentlich mehr Geld rein. Und mit mehr Geld werden wir alle noch glücklicher. So, was steht hier?
Ich komme mit leeren Taschen rein. Sie mich aber glücklich. Ja, ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen, es ist Silvester, ich kann nicht lesen. Ich habe schon einen vorgesoffen. Deswegen kann ich nicht lesen. Du trinkst doch gar nicht. Ich sauf zwar nicht, aber ich habe schon einen vorgesoffen, deswegen kann ich nicht lesen. Ich muss mich gerade retten, dass ich zu dumm bin zum Lesen. Da muss ich mich irgendwie retten. Oh mein Gott, schon wieder so viele Gebäude. Schatz, du musst jetzt erstmal weggehen. Ich muss hier in Ruhe Gebäude abreißen. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Ich wusste doch, ich hätte das Let's Play nicht machen sollen, während du da bist. Und jetzt reißt du mir schon das Headset runter. Jetzt geh echt mal. Ich störe dich auch nicht die ganze Zeit bei deinen Let's Plays. Nein, nur nicht. Ich störe dich nie bei deinen Let's Plays. Was meine Nein, ich habe dich nie bei irgendwelchen Let's Plays gestört. Du hast die ganze Zeit mit an. Nein, ich habe dich nie gestört. Nein, überhaupt nicht. Nein, nie. Nie. So. Jetzt störe mich nicht. Ich muss arbeiten. Nee, lass das. Lass das, ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Lass das. Ich muss eine Stadt führen. Du bist ein schlechter Bürgermeister. Ich bin der beste Bürgermeister aller Zeiten. Ich bin der OB. Der Oberbürgermeister. Weißt du, nein, ich bin der Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeistermeister. Das ist voll witzig. Okay, ich reiß hier endlich ab. Nein. So sehr ich auch was wollte. Geil, die fahren da jetzt in diese kleine Straße rein. Nur um dann darüber zu gehen. Zu geil. Okay, ich mach das echt weg. Viel zu geil. Ups, ich hab ein Gebäude abgerissen. Ist mir aus Versehen passiert. Ups, ich hab noch ein Gebäude abgerissen. Nein, never. Zu großer Neigungswinkel. Passt. So, alles wieder gut. So, jetzt könnte ich eigentlich hier und da bauen. Warum? Keine Ahnung, es macht echt keinen Sinn, dass ich es so gebaut habe. Egal! Bau einfach. Bau einfach. Es muss alles keinen Sinn machen. Es muss keinen Sinn machen. Es muss einfach nur gut aussehen. Okay, sieht scheiße aus, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab ja sowieso in... Moment, bei welchem Part sind wir? Bald fange ich ja sowieso ein neues Gebiet an. Jeder, der noch mitspielen möchte, soll sich bei mir melden. Das ist nicht mehr lange. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, euch zu melden. Aha. Ist nicht mehr ganz lang. Ich muss natürlich dann ein bisschen da so vorbereiten. Also ich werde dann schon so ein paar Tage vorher, also wenn der 199. Part online geht, da werde ich das schon gemacht haben. Also solltet ihr euch lieber beeilen, euch bei mir zu melden. Aha. Bedrohe die Leute nicht. Ich meine bloß, wenn die wollen, dass sie, wenn sie mit mir mitspielen wollen, dann sollten sie sich melden, weil ich muss ja natürlich dann auch ein bisschen vorbereitend machen. Ja. Mein Gott, gebe ich viel Geld für die Polizei aus. Dafür sind die Gefängniszellen nicht mehr ganz so überfüllt. Doch, sie sind immer noch überfüllt. Mann, und ich habe gerade kein Geld. Was soll ich hier noch? Ich habe dafür auch zu wenig Geld. Ich muss auf jeden Fall erstmal die Gefängniszellen werden. Die buchten ja eindeutig genug ein. Die buchten eindeutig genug ein. Vorzeitig entlassene Kriminelle, einen pro Tag. Fangen Sie 24 Stunden 5 entwischte Verbrecher. Oh, geil, ich krieg mir endlich eine Aufgabe von meinem Flughafen. Also von unserem Großprojekt, das wir ja gebaut haben. Soll ja auch mal vorkommen. Hey, wir haben schon lange keinen Betrug mehr. Finde ich gut. Finde ich gut, dass kein Betrug mehr war und uns Geld gestohlen wurde. Und wir machen mit dieser Spielhalle 24.000 Simoleons Gewinn. Und ich habe Schluck auf. Ist der wichtigste Teil, der für euch wichtig ist. Ich habe Schluck auf. Okay, ich glaube, ich kann die Steuern noch wieder ein bisschen senken. Ja. Passt, 11%, komm. Das ist doch jetzt echt nicht hoch, 11% Steuern. Ich meine, wir zahlen schon mehr Mehrwertsteuer. Da ist das jetzt echt nicht so viel. Sollte man nicht so rumheulen. Ansonsten könnt ihr in andere Städte gehen, wie Flasche. Oder Primeheim. Oder Angel Town. Oder Love Town. Lustig, dass du noch mit Love Town verbunden bist, da hinten. Ich weiß nicht mal, welche Straße. Wie ist der bitte schon mit Love Town verbunden? Ich meine, die Straße geht irgendwie nach da. Wie ist der bitte. Ganz ehrlich, wie ist der mit Love Town verbunden? Ich glaube, über die Straße. Über die
Genau, es muss irgendwie hier über die. Genau, der ist über die Schienen mit Lovetown verbunden. Aha. Wiedereröffnung des internationalen Flughafens. Gut, ich habe sogar ein bisschen Geld gekriegt. Yay, jetzt kann ich eine neue Gefängniszelle bauen. Yay, noch mehr Gefängniszellen. Jetzt müsste das doch aber alles funktionieren. Hoffe ich doch. Wir haben sogar 11.000 Einwohner, finde ich gut. Finde ich alles gut. Und wir verlieren schon gerade wieder Geld, egal. Wir sind am Ende des Parts angekommen. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.